herzlich willkommen beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Hier geht es um Karrierechancen für Fach- und Führungskräfte. Mein Name ist Christoph Stelzhammer und mehr Informationen findest du auf berufspodcast.com. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du diesen Podcast bereits abonniert hast. Mein heutiger Gast kommt aus Deutschland, wohnt und arbeitet aber in der Schweiz und es ist dies Katrin Bitterle. Katrin, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Vielen Dank, Christoph. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch, dass du da bist. Und zwar, du hast wieder so einen ganz besonderen Jobtitel und der heißt Business Excellence Deployment Lead bei der Conzeta AG und bist auch noch Coach. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, weil auch so wie du dich beschreibst, du sagst ja, dass du ein Coach bist, der mehr Menschlichkeit und Authentizität und Farben in Unternehmen bringen will. Und aus meiner Sicht ist das wirklich eine ganz wunderbare Bereicherung für viele Fach- und Führungskräfte. Und ich freue mich sehr auf deine Ausführungen und natürlich deine inspirierenden Ansichten. Und jetzt möchte ich dir gerne die erste Frage stellen. Und zwar, welche Überschrift würdest du wählen, wenn du heute einen Bericht über deinen Lebenslauf schreiben dürftest? Also ich glaube, was es bei mir am allerbesten trifft, ist wirklich die Tatsache, dass man mit Leidenschaft und Begeisterung zum Erfolg kommt. Ich hatte eine Zeit, wo ich so ein bisschen danach gegangen bin, was sieht denn gut aus im Lebenslauf oder was wird denn als hoch angesehen und habe gemerkt, ich fühle mich da überhaupt nicht wohl. Und wirklich so die Erkenntnis, hey, ich gehe zu dem zurück, was mir Spaß macht, was mich ausmacht, was mich begeistert. Das war wirklich so der Wendepunkt bei mir und deswegen ist es wirklich mit Leidenschaft und Begeisterung zum Erfolg. Sehr, sehr schön. Jetzt, was hast du mal ursprünglich gelernt oder auch studiert? Ich habe studiert Wirtschaftspädagogik und Englisch in Konstanz. Das war so ein bisschen so eine Mischung aus allem. Ich hatte ganz stark BWL und VWL Vorlesungen. Ich hatte ein bisschen Pädagogik mit drin, weil ich schon immer mal wusste, naja, irgendwie so Richtung Menschen will ich gehen. Ich will irgendwas mit Menschen machen. Und ich hatte Englisch noch dazu, weil ich total gern auch international unterwegs bin und viel am Reisen bin. Ja, das war mein ursprüngliches Studium und darauf aufbauend kamen dann verschiedene Sachen hinzu. Mhm. Apropos verschiedene Sachen jetzt auch bezüglich Aus- und Weiterbildung. Welche Weiterbildungen waren für dich jetzt auch noch aus heutiger Sicht auch wirklich prägend und entscheidend? Mhm. Was würdest du sagen? Also das Erste, was wirklich einen ganz entscheidenden Beitrag geleistet hat, war, als ich mit dem ganzen Thema Lean Management im weitesten Sinne Prozessoptimierung in Verbindung kam. Das hat mir enorm viel gebracht. Also da habe ich gemerkt, wow, das ist auf einmal was, mit dem kann ich mich so stark identifizieren. Das macht mir so viel Spaß. Das war so das Erste. Und das Zweite war dann das ganze Thema Coaching. Durch das ganze Lean-Thema hatte ich ganz viele Tools an die Hand bekommen, ganz viele Methoden, Ansätze, sehr technisch auch, was mich schon mal unheimlich gut ausgestattet hat, um gewisse Themen und Probleme anzugehen. Und dann kam das Coaching dazu und das hat mir nochmal einen ganz anderen neuen Ansatz gegeben. Also da habe ich auf einmal gemerkt, wow, es gibt ja noch so viel mehr. Und hinter den Tools steckt ja ein Mensch. Und da wirklich die Kombination ist was für mich ja sehr, sehr einzigartig eigentlich auch ist, weil es wirklich zwei verschiedene Ansätze sind, die in die gleiche Richtung zielen und sich wunderbar ergänzen. Mhm. Jetzt, wie bist du eigentlich zu diesem Lean-Thema gekommen? Das war lustigerweise mehr oder weniger Zufall. Okay. Also ich hatte mich damals mit einem Bekannten unterhalten, der in einer HR-Position war. Und habe gesagt, ah, ich will irgendwie was machen und irgendwas, ich will mit Menschen arbeiten, aber ich will nicht direkt ins HR. Und habe ihm so ein bisschen erzählt, wie ich denke, dass ich schon immer so ein bisschen, dass mich gewisse Sachen gestört haben, dass mich gestört hat, wenn irgendwas nicht funktioniert hat oder wenn irgendwas nicht gut lief, wenn Abläufe nicht reibungslos waren. Und dann guckt er mich an und sagt, ich habe was für dich. Und so kam ich dazu, ja. Also das war wirklich die Unterhaltung mit einem sehr, mit einem sehr guten Personaler, ja. Okay, spannend, super. Und wie wird sich dann deine berufliche Laufbahn entwickelt? Was hat dich da vor allem auch so angetrieben? Wie hat sich das entwickelt? Ja, mir ging es immer um die Menschen. Also ich war auch sehr lange in der Bank. Ich war in der Kundenberatung tätig und habe gemerkt, was mir gut tut, was mich antreibt, was mir Spaß macht, wo ich auch echt gut drin bin, ist der Umgang mit den Kunden, mit anderen Menschen. Ich habe mich jetzt weniger dafür interessiert, wie der DAX gerade steht, sondern wirklich, was will mein Kunde? Ja? Wie kann ich ihm behilflich sein? Wie kann ich ihm helfen, sein Ziel zu erreichen? Und das ist so der rote Faden, der sich eigentlich komplett durchzieht durch alle meine
beruflichen Stationen, was ich jetzt auch wieder im Bereich Business Excellence lebe, was ich als Coach ganz stark lebe. Also wirklich das, wie kann ich jemanden unterstützen, sein Ziel zu erreichen, sich zu verändern, zu wachsen, wie auch immer das aussieht. Okay, super. Jetzt hast du eine bisschen spezielle Situation. Du hast ja, bist ja einerseits bei der Concetta angestellt und auch noch Coach. Und dein Titel, den finde ich schon ein bisschen speziell, also Business Excellence Deployment Lead. Kannst du das vielleicht mal kurz erklären, was das überhaupt heißt? Also ich meine, so für, was heißt das? Genau, also letzten Endes ist als Deployment Lead bin ich für eine Business Unit innerhalb der Concetta verantwortlich, das Thema Business Excellence umzusetzen. Also ich bin quasi wie ein Business Partner oder wie ein Sparing Partner für eine Business Unit, für alle Fragen im Bereich Business Excellence. Business Excellence heißt für uns nicht nur Prozessoptimierung, es geht auch wirklich darum, ganz konkret den Prozess zu verbessern, aber es geht eben auch darum, wie arbeite ich als Team, wie unterstütze ich als Team, also quasi von unten, und wie arbeite ich als Führungskraft, wie leite ich als Führungskraft, also von oben. Also wir haben quasi wie so ein Hamburger, wo wir von dem oberen Teil arbeiten, mit dem unteren und mit dem Prozess, der dazwischen liegt auch noch. Okay, spannend. Kannst du vielleicht noch für die Hörer noch kurz sagen, was die Concetta eigentlich macht? Ja, die Concetta ist eine Industrieholding, eine Schweizer Industrieholding, hat Unternehmen in verschiedensten Bereichen. Im Bereich Outdoor-Sportkleidung haben wir Unternehmen, wir haben Maschinenbauunternehmen, wir haben Maschinenanlagenbauunternehmen. Das ist eigentlich eine ganz breit diversifizierte Industrieholding im Schweizer Markt. Okay, und wie groß seid ihr? Wir haben insgesamt um die 5000 Mitarbeiter. Super, wunderbar. Jetzt, was begeistert dich jetzt an deinem heutigen Job? Und jetzt wollen wir jetzt den Job, ist dein Job letztlich. Du hast ja zwei Sachen irgendwie, ist deine Tätigkeit. Was begeistert dich heute? Mich begeistert immer wieder, wie unterschiedlich es ist. Und auch, dass es immer wieder auf gleiche Themen zurückkommt. Also ich mache mal ein Beispiel. Wir haben ein Prozess beispielsweise, der nicht sauber abläuft. Und wenn man sich das genauer anguckt oder wenn man sich auch Probleme oder Fehler, die auftauchen, genauer anguckt, es geht immer wieder darauf zurück, wer letzten Endes eigentlich dahinter steckt. Also es kommt immer wieder auf den Mensch zurück. Und auch wenn man sich viele Probleme im Unternehmen anguckt, es sind ganz oft zwischenmenschliche Themen. Und das ist eigentlich das, was mich so begeistert, eben weil es natürlich meine Passion ist, weil es meine Leidenschaft ist, wie man sowas dann angehen kann, wie man sowas lösen kann. So ein auf den ersten Blick ganz fachliches Problem, ja, wo sich dann doch wieder auch rausstellt, ist es eher ein zwischenmenschliches Thema. Und da geht mir dann natürlich das Herz auf, wenn ich dann das sehe und das wirklich anzugehen, gemeinsam mit allen Beteiligten. Okay. Und jetzt, warum hat man sich damals bei der Concetta für dich entschieden? Weil du warst ja vorher bei der Zürich, wenn ich das, glaube ich, richtig gesehen habe, und bei der UBS. Warum hat man sich gerade ausgerechnet für dich entschieden? Weißt du das noch? Ja, weil ich genau eben die Kombination mitbringe, weil ich eine Ausbildung im Bereich Business Excellence habe, aber eben durch das Coaching noch verstärkt auch den Blick auf die Menschen mitbringen. Das ganze Thema Change Management ist ja unheimlich wichtig. Wie nehme ich die Leute mit? Und Veränderung ist nie einfach. Veränderung tut weh. Veränderung heißt für mich persönlich, ich muss was ändern. Oftmals wird es auch so verstanden, dass ich habe was falsch gemacht, ich muss mich ändern. Und das ist einfach ein Punkt, wo ich natürlich als Coach schon mal ein ganz anderes Handwerkzeug mitbringe als andere. Und das war auch der Grund, weshalb Katja mich damals eingestellt hat. Okay, also Katja Geiser, wo auch bei uns schon im Podcast war natürlich. Genau, wunderbar. Jetzt, mit welchen Themen, mit welchen Herausforderungen warst du am Anfang konfrontiert? Am deutlichsten spürbar ist ganz am Anfang immer der Widerstand gegen die Veränderung, also die Change Resistance. Das merkt man stark, gerade in so einem Beruf wie im Bereich Business Excellence, wo es um Veränderung geht, um Transformation. Da sind ganz viele Ängste vorhanden und das ist auch völlig verständlich. Man weiß nicht genau, was auf einen zukommt. Im schlimmsten Fall wird es einem von oben aufgedrückt. Da kommen dann Ängste hervor wie, keine Ahnung, Transparenz, ich muss irgendwas offenlegen, es ist auf einmal die Angst um den eigenen Job. Also das merkt man ganz stark, dass da am Anfang immer Widerstand
vorwiegend bedingt wird durch Ängste, durch Unwissenheit, durch ja auch ein bisschen Unsicherheit, was kommt jetzt genau auf mich zu, dass das vorherrscht. Und das sind einfach Themen, wo ich persönlich finde, da kann man, also da geht es erstmal um mich als Person. Da komme ich nicht mit einer Rolle rein und sage, so, das machen wir jetzt, sondern da geht es um mich als Person. Und da geht es erstmal darum, dass man mich als Person kennenlernt, meine Motivation, mein Ansatz, ja, warum mache ich das denn eigentlich? Und ich will niemandem wehtun oder ich will niemanden durch irgendwas durchzwängen, sondern ich sehe mich da ganz klar als Unterstützer und als Sparing-Partner. Aber das sind so die typischen Probleme, die man am Anfang einfach hat. Okay, das ist jetzt schon ein bisschen angedeutet. Aber die Frage ist, was zeichnet dich jetzt auch als Coach besonders aus? Was würdest du sagen? Also was mich auszeichnet, ist wirklich, dass ich enorm gut Verbindungen zu Menschen aufbauen kann. Ich habe eine Klarheit, also es wird mir auch von meinen Coaches immer wieder gespiegelt, wo sie sagen, boah, jetzt hast du mal wieder den Nagel auf den Kopf getroffen. Also wo ich wirklich die Fähigkeit habe, aus so einem Wirrwarr an Sätzen und Äußerungen so die 3, 4 Keypoints rauszuziehen. Und auch das Thema Energie. Also eine Kundin von mir hat mal gesagt, Mensch, du kannst Tote zum Leben erwecken. Ich glaube, das ist so auch so das, was man merkt, dass da einfach Ich lebe dafür, ich brenne dafür, ja, und ich bringe die Energie mit und ich nehme euch alle gern mit in die Energie. Wunderbar, super. Und wie sieht jetzt genau dein Angebot aus? Also was bietest du konkret an? Also als Coach ist es so, dass, du hast es ja vorhin schon mal kurz erwähnt, so meine große Mission ist quasi wirklich mehr Menschlichkeit, mehr Authentizität in ein Unternehmen zu bringen. Und ich arbeite da auf 2 verschiedenen Schienen. Das eine ist wirklich mit Führungskräften. Ich habe eine Geschäftspartnerin in Holland, die Tess, mit der arbeite ich zusammen und wir haben unser Authentic Leadership Program. Das ist ein 9-tägiges Trainingsprogramm quasi, also 3x3 Module, wo wir mit Führungskräften arbeiten, ja, wie sind sie denn sich selbst, ja. Oftmals meint man ja, als Führungskraft in einem Unternehmen muss ich so und so sein und ich muss streng sein und ich muss Entscheidungen treffen, ja, aber vielleicht bin ich gar nicht der Typ dafür. Vielleicht bin ich ruhig, vielleicht bin ich mehr kollegial. Ja, wie finde ich den für mich richtigen Führungsstil? Und wir haben da 3 Module. Wir schauen uns erstmal an, wer ist die Führungskraft denn als Person? Was macht dich als Person aus? Was bringst du schon mit? Ja, warum sollten wir das ändern? Ja, wir bauen das weiter aus. Im 2. Modul schauen wir dann an, okay, wie führe ich denn andere? Ja, basierend darauf, dass ich jetzt weiß, wer ich bin, dass ich mich gefunden habe, wie führe ich andere? Und das drin, den 3. Bereich, den wir anschauen, ist, wie führe ich Veränderung? Ja, weil das ja auch, wenn man jetzt nicht unbedingt im Business Excellence Bereich tätig ist, Veränderung gibt's immer. Ja, die Welt ändert sich ständig und man muss da mithalten als Führungskraft. Genau, das ist so der eine Teil, Thema Führungskräfte. Dann arbeite ich auch mit Individuen. Ich habe ein Coaching-Paket zusammengestellt für Männer und Frauen, die im Unternehmen arbeiten und die so das Gefühl haben, sie stecken irgendwie fest. Die festgefahren sind in einer Rolle, die eigentlich mehr wollen, aber irgendwie nicht wissen, wie. Die sich auch nicht ganz wohlfühlen, die irgendwie das Gefühl haben, naja, ich fülle halt die Rolle aus, ich mache das auch ganz okay, aber war es das alles schon? Und die so ein bisschen die Begeisterung wiederfinden wollen. Die wieder was empfinden wollen bei der Arbeit, ja, die sich komplett einbringen wollen, die vielleicht auch mal was anderes machen wollen, die satt haben, dass sie als Projektleiter immer strukturiert und organisiert sein wollen, weil sie auch mal verrückt und kreativ sein wollen. Und da habe ich ein schönes Programm zusammengestellt, wo wir gemeinsam dran arbeiten. A, was ist es denn überhaupt, in welche Richtung du gehen möchtest, ja? B, aber auch, ja, um den nötigen, das nötige Selbstvertrauen und den nötigen Mut aufzubringen, weil da sind natürlich auch ganz viele Glaubenssätze, die man überwinden muss. Ja, ich habe es in meinem eigenen Lebenslauf beschrieben. Ich dachte auch, ich muss in der Bank arbeiten, weil es gut angesehen ist. Ja, hat mich aber nicht glücklich gemacht. Also das sind so wirklich verschiedene Bereiche, in denen wir anknüpfen. Und was für mich einfach unheimlich wichtig ist, ja, zusammenzuarbeiten, um diese Menschlichkeit, diese Authentizität zurückzubringen. Weil wenn wir alle Spaß haben an der Arbeit, dann läuft es auch viel besser, dann sind wir auch viel produktiver und es macht natürlich selbst auch viel glücklicher. Und gerade in der Schweiz, wo man so viel Zeit auf der Arbeit verbringt. Ganz genau, wunderbar, sehr, sehr schön. Jetzt stelle ich mir vor, jetzt bin ich Führungskraft und fühle mich, ja, sag mal, eingeengt oder ich habe es irgendwie, wie du so gesagt hast, ich fühle mich wirklich so, bin irgendwie festgesteckt. Und ja. Was würdest du so einer Führungskraft raten, jetzt mal so aus dem Hohlen Bauch raus. Ja, also für mich ist es immer erstmal wichtig, so das
Gefühl besser zu kennen, ja. Hinter, ich fühle mich eingeengt, kann ganz, ganz viel stecken. Deswegen ist für mich der erste Schritt immer mal dieses Gefühl genauer zu eruieren. Ja, und das kann zum Beispiel sein, indem man sich überlegt, wie fühlt sich das genau an? Oder wo in mir fühle ich das denn? Ja, ist es, keine Ahnung, macht es mein Herz eng? Fühle ich mich irgendwie körperlich eingeengt? Habe ich Bauchschmerzen dabei? Dass man da wirklich mal reingeht und schaut, wo fühlt man das denn überhaupt? Und dann kann man gerne auch noch einen Schritt weitergehen, sich überlegen, okay, beispielsweise, ich fühle das jetzt im Bauch. Wie fühlt sich's denn genau an? Ja, ist es ein schwerer Stein? Zieht es sich zusammen? Viele Menschen haben auch direkt ein Bild im Kopf. Ja, eben, genau, das ist jetzt ein Stein. Oder da sitzt ein kleines Monster, was irgendwie böse nach oben guckt. Was machst du denn da eigentlich? Dass man da wirklich mal anfängt, sich mit dem Gefühl auseinanderzusetzen. Das ist der erste Schritt. Man muss es nämlich greifbar machen, ja. So ein Gefühl einfach nur, ich fühle mich eingeengt, ist relativ unspezifisch. Mit dem, finde ich persönlich, kann man noch nicht so viel anfangen. Deswegen mache ich mit meinen Kunden, wir machen es erstmal irgendwie greifbar durch Bilder, Farben, genauere Beschreibungen. Wie fühlt es sich an? Was löst es genau aus in mir? Und wenn man dann das Ganze mal ein bisschen greifbarer gemacht hat, kann man wirklich weiter reingehen, sich überlegen, okay, es macht es, dass ich mich so und so fühle. Was steckt denn da dahinter, ja? Und dann ist es wie so eine Zwiebel, die man anfängt zu schälen, ja? Das kann beispielsweise ein Wert sein, der verletzt wurde, ja? Vielleicht ist Freiheit ein ganz, ganz großer Wert für mich, der verletzt wurde. Vielleicht ist es aber auch, keine Ahnung, ich mache eigentlich genau das Falsche und wollte eigentlich schon längst was anderes machen. Also mein Rat ist immer erstmal, beschäftigt euch ein bisschen mit dem Gefühl, ja, im Thema Business Excellence würde man wahrscheinlich sagen, machen wir so eine Ursachenanalyse, aber wirklich erstmal tiefer reingehen in das Gefühl und das wirklich greifbarer machen. Und wenn man dann mal das Gefühl hat, man ist da irgendwo, man kommt da irgendwo an, dann kann man wirklich spezifisch nach Lösungen schauen. Sehr, sehr schön, wunderbar. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen an dich als Person, Katrin Bitterle, und zwar, kannst du wirklich heute jeden Tag das machen, was du am liebsten machst und auch am besten kannst? Ja. Und ich sage ja, weil ich es mir aber auch aktiv so gestalte. Sehr schön. Also es sind immer Themen, wo man sich denkt, also keine Ahnung, ich mache mal ein Beispiel, Admin-Themen oder so. Es gibt, also mir persönlich macht das nicht allzu viel Spaß. Ich glaube, es ist letzten Endes der Mindset, mit dem man es angeht. Und ich kann auch auf kreative Art ein Projekt führen. Ja, es muss nicht immer das Excel-File sein und das Gantt-Chart, in dem ich ein Projekt führe. Ich kann es auch mal kreativer machen. Ich kann eine Journey draus machen. Ja, ich kann die Leute mitnehmen, ich kann Meetings so gestalten. Also für mich ist es wirklich eine Mindset-Frage. Mit welchem Mindset gehe ich das Thema an? Und deswegen sage ich ja. Wunderbar, super. Jetzt habe ich eine kleine und viele sagen natürlich, ist auch eine größere philosophische Frage. Und zwar, was würdest du sagen, was ist so deine Berufung oder deine Bestimmung? Was würdest du da sagen wollen? Ja, es ist in der Tat eine große Frage, ja, aber ich glaube, es ist absolut essentiell, sich darüber Gedanken zu machen, weil es wirklich auch wie so ein, ja, so ein Punkt ist, auf den kann man zurückkommen, wenn man mal schwierige Zeiten hat und wenn man mal nicht weiter sieht und wenn man sich mal eingeengt fühlt. Für mich geht es darum, wirklich das Thema Authentizität und Menschlichkeit zurückzubringen. Du hattest vorhin auch die Farben erwähnt. Für mich sind die Farben immer eine schöne Metapher, ja. Dass ich das Gefühl hatte, und ich kenne das selbst aus meiner eigenen Erfahrung, in Großunternehmen oder im Unternehmen passiert es schnell mal, dass wir irgendwie so einen grauen Einheitsbrei haben, ja. Dass die Menschen sich immer mehr angleichen, die tragen das Gleiche, die verhalten sich gleich und dass wir da wirklich rauskommen aus diesem Grauton, ja, und wirklich wieder erlauben, dass man auch mal anders sein darf, dass man auch mal sich selbst sein darf, dass es völlig okay ist, wenn man eben nicht so tickt wie 90% der restlichen Belegschaft, sondern dass man wirklich auch sich selber sein darf. Und das ist ein Thema, was ich persönlich erfahren musste oder erfahren habe und was mir einfach unheimlich wichtig ist, da jedem auch die Erlaubnis zu geben und jedem dazu zu verhelfen, das auszuleben, was wirklich in einem steckt und sich nicht in eine Schablone und nicht in eine Form pressen zu lassen. Wunderbar. Herzlichen Dank, das ist sensationell, super. Jetzt gibt es irgendetwas, wo du der 20-jährigen Katrin aus heutiger Sicht noch gerne mit auf den Weg geben wolltest, wenn wir so eine kleine Zeitreise machen würden? Ja. Also es ist für mich wirklich das Thema, ja, ändere dich nicht nur, weil jemand es dir sagt. Also ich hatte wirklich ein Beispiel, ich hatte vorhin gesagt, für mich ist es unheimlich wichtig,
Verbindung zu Menschen aufzubauen. Und ich hatte das auf der Bank auch gemacht. Und ein Kollege hat mir damals gesagt, Katrin, du wirst zu schnell, zu persönlich mit den Kunden. Und ich habe drauf gehört. Und so im Nachhinein dachte ich mir, was ist das eigentlich? Das macht mich doch aus. Warum lasse ich mir was wegnehmen, was mich ausmacht? Und das ist wirklich der Rat, den ich mir geben würde, am Anfang meiner Karriere, wirklich mach das, was du gut drin bist und lass dir von niemandem das wegnehmen. Und wenn es dort nicht geht, geh woanders hin und mach woanders das, worin du gut bist. Sehr, sehr schön, wunderbar. Gibt es auch noch irgendwelche Programme oder auch Internetressourcen, wo du sagst, die helfen mir tatsächlich auch den heutigen Alltag besser zu gestalten? Mhm. Also gerade so fürs ganze Thema Organisation oder so ein bisschen, was muss ich denn alles machen, damit ich nie selbst dran denken muss. Ich verwende Trello, sowohl privat wie jetzt auch mit meinem Team. Das ist einfach so ein Online-Tool, so eine Art Kanban-Board, wo man Aufgaben sammeln kann und in verschiedene Kategorien verschieben kann. Wir verwenden auch im Team Ayobia oft. Das ist so ein virtuelles Whiteboard, was uns auch hilft zur Organisation. Und gerade da wir auch viel reisen und viel unterwegs sind, hilft es uns auch. Und als Coach, ich habe meine Kunden auf der ganzen Welt, da verwende ich auch viel Zoom, um einfach mit meinen Kunden zu sprechen. Super, wunderbar, herzlichen Dank. Du hast sicher auch noch irgendwelche Bücher, wo du noch gerne hier empfehlen könntest. Mhm. Also was ich absolut empfehlen kann, ist brandneu von Brené Brown, das Buch Dare to Lead. Ist ein unheimlich tolles Buch für Führungskräfte, basierend auf 5-6 Jahren Forschung, was die Brené da betrieben hat, wo es darum geht, so ähnlich wie mein Thema auch, um authentisches Führen, um Führen als Mensch und nicht als Führungskraft. Wirklich ein ganz, ganz tolles Buch, kann ich nur empfehlen. Ganz viele Tipps auch drin, sehr praxisnah, viele Beispiele. Also das ist ein ganz, ganz tolles Buch. Sehr, sehr schön. Herzlichen Dank dafür. Jetzt, wenn das jetzt jemand hört und sagt, Mensch, mit der Katrin würde ich wirklich gerne mal Kontakt aufnehmen. Mhm. Wie nimmt man Kontakt am besten zu dir? Oder wie stellt man am besten Kontakt zu dir her? Ja, also ich bin auf LinkedIn vertreten. Ich habe auch eine Website. Das ist einfach www.katrin-bitterle.com und dort findet ihr alle Kontaktangaben, unter denen ihr mich kontaktieren könnt. Super. Herzlichen Dank. Katrin, aber super viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Spaß und sagst du Katja auch noch einen schönen Gruß. Das mache ich und vielen Dank für die Einladung, Christoph. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Du hast noch einige wertvolle Anregungen? Du willst mit meinen Gästen in Kontakt treten? Du suchst noch deine Berufung? Du willst einfach einen Job haben, der deinen Fähigkeiten wirklich gerecht wird? Dann freue ich mich sehr über deine Kontaktaufnahme auf berufspodcast.com. Servus und bis bald. Dein Christoph.